Ich freue mich, nach Tansania zu fliegen. Wir fliegen nach Kenia, da wird ein neues Chemielabor gebaut. Wir machen ein Projekt mit den ruandischen Pfadfinderinnen. Dass wir von beiden Seiten auch Informationen bekommen, die uns helfen, ein gutes Leben zu führen und auch ja, einfach zu connecten. Gerade das deutsch-afrikanische Jugendwerk ist am besten dafür geeignet, dass wir voneinander lernen, miteinander die Zukunft gestalten und Brücken bauen in eine bessere Welt. Zunächst mal wird es unterstützen, vernetzen, beraten und natürlich auch fördern. Zum einen fasziniert mich Afrika und auch dieser Austausch mit den Mädchen. Und das ist einfach wunderbar, in Austausch zu kommen, Freunde zu finden. Saskia wird sehr wahrscheinlich in der angegliederten Werkstatt arbeiten, mit den Mechanikern zusammen. Und denen einfach mal zeigen, wie arbeiten wir hier in Deutschland. Sehen, wie arbeitet man in Tansania. Der Plastikkonsum hier in Ghana ist schon sehr stark, aber es geht nicht mal unbedingt nur darum, den Plastikkonsum in Ghana zu besprechen, sondern auch die Frage der Nachhaltigkeit in Deutschland zu sehen. Junge Mädchen zu stärken, die Gesellschaft mit kreativ zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie ähnliche Erfahrungen machen können und dass durch diesen Austausch einfach auch ein großes Netzwerk entsteht. Was wir mit dem deutsch-afrikanischen Jugendwerk ja machen, und heute sehen wir Sie, die Sie bereit sind zur Ausreise. Afrikanische Jugendliche kommen hier nach Deutschland. I can use it to help my country or where I work. I feel it's an opportunity for me to learn, gain new insights, gain new knowledge, and then it will help me in my career. And here I am today. Wir sehen riesige Chancen. Mit diesem Jugendwerk können wir unsere beiden Kontinente enger zusammenbringen. Es bedeutet nicht, dass nur weil wir in zwei verschiedenen Ländern leben, wir auseinandergezogen sind, sondern eher, dass wir eigentlich zusammengehören. Und wir hoffen, dass das der Beginn von etwas Wunderschönem sein kann.